Hallo, mein Name ist Chris Strobel und ich zeige euch heute, wie wir Daten im Bubble importieren und exportieren können, nämlich mit einem CSV-File, was ihr dann in Microsoft Excel oder Google Sheets wunderbar nutzen könnt. Dieses Feature ist nur in einem Bezahlplan möglich. Das heißt, ihr braucht mindestens den Hobby-Plan. Ich habe hier selbst den Professional-Plan. Wir legen direkt mal los und gehen in Data. Und Custom Data Types habe ich Car Companies angelegt als Beispiel. Mit einmal den Namen als Textfield und einmal wie viele Autos pro Jahr verkauft werden. Wenn wir in App Data gehen, habe ich hier ein kleines Datenset aus ein paar Firmen mit den meistverkauften Autos weltweit. Und jetzt können wir einmal direkt das Ganze exportieren, wenn ihr auf Export klickt. Aber was noch spannender ist, ist, dass wir eine neue Datenbank-View anlegen können. Ihr geht auf New View und wir nennen diese Autoverkäufe weltweit. Type of Thing, Car Companies. Und können jetzt anlegen, was wir alles in diese Database-View reinlegen wollen. Ich nehme einmal den Namen und einmal, wie viele Autos verkauft wurden. Aber zum Beispiel jetzt nicht die Unique ID oder den Slug. Darüber hinaus könnt ihr einen Search Constraint festlegen. Dies ist ähnlich wie bei Repeating Groups oder anderen Suchen. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel Cars Sold und sagen größer und können sagen größer 5 Millionen. Wenn wir jetzt diese Datenbank View erstellen, seht ihr, wir kriegen nur Autofirmen, die weltweit mehr als 5 Millionen Autos verkaufen. Und jetzt können wir auf Export gehen. Es gibt entweder das CSV-Format oder das JSON-Format. Ich nehme CSV, exportiere die Daten und ich bekomme jetzt eine E-Mail mit dem Link zur CSV-Datei. Wenn ihr auf diese E-Mail geht, seht ihr das CSV-File, was wir jetzt herunterladen. Und wenn wir jetzt in Google Sheets gehen, importieren, hochladen und nun diese Exportdatei nehmen, dann seht ihr, dass wir jetzt genau diese Daten, die wir gerade noch in der Bubble-Datenbank hatten, nun im Excel haben. Als nächstes machen wir jetzt den umgekehrten Weg. Das heißt, wir haben hier ein Google Sheets-File mit den schnellsten Autos der Welt, zwischen 100 und 200 km/h und wollen diese Datei exportieren. Wir laden diese runter als CSV und wollen nun diese Daten im Bubble importieren. Dafür gehen wir auf Data Types, erstellen einen neuen Type. Wir brauchen zwei Felder, Autoname, Text und Zeit 100 auf 200. Das ist eine Zahl, Number. Wenn wir in App Data gehen und nun in Fastest Cars, Load, New Upload, machen wir Fastest Cars, Pick a File to Upload. Wir nehmen das CSV und wir sehen nun, dass wir einmal den Namen des Autos mappen mit Autoname und Zeit in Sekunden, Zeit 100 auf 200. Hier ist wichtig, dass ihr die Data Types genau richtig habt. Wenn ihr jetzt Validate Data macht und es funktioniert, seht ihr, Data is ready to upload und ihr könnt nun die Daten uploaden. Und ihr seht nun, dass wir genau diese Daten auch in der Datenbank haben. Und was spannend ist, ist, dass wir, wenn wir diese jetzt abgreifen wollen, wir nehmen eine Repeating Group, Fastest Cars, do a search for Fastest Cars und wir nehmen Current Sales Fast Car Autoname und Current Sales Fast Car Zeit und formatieren diese mit einer Dezimale. Wichtig ist, bevor wir auf Preview gehen, in die Privacy Settings, dass wir hier auch diese in Suchen finden können. Und wenn wir jetzt auf Preview gehen,
verstehen wir, dass wir die Daten direkt aus Excel bei uns haben, aber eben auch die Modifizierung der Datentypen in Bubble vornehmen können. Zum Beispiel hier ist eine ganze Zahl 4, aber in der Bubble-App haben wir 4.0 Sekunden. Und damit habt ihr gesehen, wie wir in Bubble Daten importieren und exportieren können. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf den Like-Button und subscribe den Channel. Das hilft uns, dass wir mehr Reichweite bekommen. Dadurch lohnt es sich dann auch weiterhin, noch mehr Content kostenlos anzubieten. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald.